Heute geht es um ein Produkt, welches von vielen Zauberern als die Revolution angesehen wird. Warum? Ganz einfach, nach dem Intro erkläre ich euch alles darüber. Viel Spaß mit dem kleinen Review zu Silhouette von Tobias Dostel. Los geht's! Okay, jetzt habe ich es aber groß angepriesen. Die Revolution im Zauberer-Business. Was meine ich damit? Ganz einfach. Es gibt viele Sparten in der Zauberei. Es gibt die Kartenzauberei, die Münzzauberei, die Zaubertricks mit Gummibänder und so weiter. Und dieser Effekt hat mit all dem gar nichts zu tun. Man kann es nicht einordnen. Denn tatsächlich spielt man hier bei diesem Effekt mit dem Schatten seiner Hand. Man hat sein Handy draußen und öffnet die Taschenlampe. Und dann entstehen natürlich Schatten an der Wand. Hier natürlich nur ein bisschen, weil ich eine große Lampe anhabe. Aber wenn es ein bisschen dunkel ist, dann sieht man natürlich den Schatten seiner Hand an der Wand. Und dann kann man damit machen, was man möchte. Man kann den Schatten verschwinden lassen. Man kann den Schatten mit sich kämpfen lassen. Ihr seht alles hier in dem Video. Man kann tatsächlich Rosen erscheinen lassen, Rosen verschwinden lassen. Man kann Spielkarten erscheinen lassen und so weiter. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo man eben tatsächlich etwas sehr Visuelles erzeugen kann. Okay, ich gehe mal ein bisschen ins Detail. Was bekommt ihr? Ihr bekommt im Endeffekt diese Schachtel. Was ist da drin? Das kann ich euch leider nicht zeigen. Ich kann mal so viel sagen. Es ist ein Gimmick darin, beziehungsweise sehr viele Gimmicks, mit welchen ihr all diese Schattenbilder erstellen könnt, beziehungsweise erzeugen könnt. Und hierbei sind wirklich unzählige Variationen. Ihr könnt eure Hand an die Wand werfen als Schatten, eine Hand mit einer Rose, eine Hand mit einer Karte. Ihr könnt tatsächlich ganz verrückte Sachen wie zum Beispiel eure Hand mit einem Messer darstellen, dann könnt ihr irgendwie ein Horrorszenario erstellen und so weiter. Also echt kreative Sachen dabei. Und das bedeutet, im Endeffekt habt ihr sehr viele Gimmicks, mit welchen ihr viele Schattenbilder erstellen könnt. Hierbei muss man sagen, tatsächlich sind diese Gimmicks sehr, sehr gut verarbeitet. Die halten euch wirklich für immer. Denn die sind nicht aus Plastik oder aus Pappe oder so, sondern tatsächlich aus Metall. Das bedeutet, ihr habt wirklich ein Qualitätsprodukt, welches euch lange hebt. Außerdem bekommt ihr natürlich noch einen Online-Link, wo ihr ein Video angucken könnt, wo euch das Ganze erklärt wird. Dann wird vor allem darauf geachtet, beziehungsweise euch erklärt, was müsst ihr bei dem Trick beachten, was müsst ihr, wie müsst ihr das Handy halten, dass hier tatsächlich niemand was sieht, vor allem wie haltet ihr das Handy und wie führt ihr das Ganze vor, dass die Schattenbilder schön aussehen, dass es realistisch aussieht. Weil man muss sagen, bei diesem Effekt müsst ihr einiges üben, denn es ist natürlich ein komplizierter Effekt, es ist nichts, wo ihr eure Taschenlampe anmacht und dann passiert alles von alleine, ihr müsst natürlich ein bisschen üben, wobei das Ganze sich trotzdem in Grenzen hält. Sobald ihr einmal die Technik raus habt und es ein bisschen vor der Wand geübt habt, dann habt ihr das eigentlich für immer. Das bedeutet, die Schattenbilder, die verschiedenen Schattenbilder, die bauen alle auf das gleiche Prinzip auf. Das heißt, ihr braucht nicht für jedes Schattenbild eine Technik üben. Nein, es ist jedes Mal die gleiche und dann könnt ihr das immer vorführen. Was ihr braucht, was nicht dabei ist, ganz klar ein Handy mit einer Taschenlampe. Wobei, ich denke mal, das ist kein Problem, das hat jeder von euch. Und jetzt kommen wir mal zu den Pros und Kontras von dem Effekt. Weil hier ist das Interessante, die Pros, ganz klar, es ist tausendmal visueller wie jeder Kartentrick oder so. Es ist was komplett Neues, welches noch nie jemand gesehen hat auf dem, in der Zaubererwelt, außer bei Penn & Teller beispielsweise. Die haben ein sehr bekanntes Video mit einer Rose im Schatten gezeigt. Ich zeige euch mal hier ein kurzes Bild davon. Das kennen wahrscheinlich einige von euch, dieses Video ist sehr, sehr bekannt unter Zauberern. Und hierbei, bei diesem Effekt, könnt ihr das Ganze in eure Show einbauen, in einer ähnlichen Variation. Und ja, es ist sehr neu, es ist sehr visuell, das sind die Pros natürlich. Kontras muss man leider ansprechen, es ist natürlich sehr, sehr schwer umzusetzen in eurer Show. Weil ihr müsst für euch selber sagen, habe ich in meiner Show die Situation oder die Möglichkeit besser gesagt, einen Schatten an eine Wand zu werfen. Denn wenn ihr zum Beispiel auf eine Hochzeit engagiert werdet oder bei einem Geburtstag, dann habt ihr meistens einen hellen Raum. Und nie eine dunkle Ecke. Und ihr könnt auch nicht sagen, hey, macht mal bitte das Licht an, ich möchte jetzt einen Zaubertrick zeigen. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, wie man sich's vorstellt. Wenn ihr natürlich sagt, okay, ich habe ein Solo-Programm auf einer Bühne, wo ich selber das Licht regle und eine weiße Wand hinstellen kann beispielsweise, dann ist es perfekt. Oder wenn ihr sagt, hey, ich möchte Street Magic machen oder ich möchte meine Freunde beeindrucken, dann könnt ihr das natürlich spontan vorführen. Das heißt, ihr könntet auf der Straße im Dunkeln das vorführen oder bei einem Freund zu Hause oder so, das ist gar kein Problem. Ihr müsst euch einfach
vergewissern, wo kann ich das vorführen, weil ihr braucht halt ein bestimmtes Setting. Ihr braucht dunkles Licht und eine weiße Wand oder eben keine weiße Wand, aber eine, ich sage jetzt mal, eine große Fläche, wo ihr was hinstrahlen könnt. Die Winkelanfälligkeiten sind natürlich auch ein bisschen negativ, denn natürlich darf niemand hinter dem Licht stehen, hinter dem Handy und nicht an der Seite, weil sonst sehen die, wie es funktioniert. Und ja, ich würde sagen, ich habe so gut wie alles gesagt zu diesem Effekt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Effekt haltet, da es ja wirklich was komplett Neues ist und es noch nicht sehr Art in der Zauberszene gibt, so viel ich weiß. Also schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich lese natürlich alles durch und dann sehen wir uns wieder nächste Woche um 14 Uhr am Mittwoch. Ich hoffe, ihr schaltet ein und dann sehen wir uns in genau einer Woche. Bis dahin. Ciao, ciao und viel Spaß mit Sulet von Tobias Dostel. Ciao.